Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Plenarsitzung. Ich hoffe, dass Sie gut geschlafen haben, dass es Ihnen gut geht. Ich wünsche Ihnen auch für den heutigen Tag alles Gute und eröffne die 72. Plenarsitzung. Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt worden jetzt von mir. Es ist noch ein dringlicher Antrag verteilt worden der Fraktion der AfD betreffend Grundrechtseinschränkungen, Angriff auf den Föderalismus abwehren, Drucksache 205622. Dringlichkeit wird bejaht. Es wird dann den Tagesordnungspunkt 108 und kann mit 64 dem Setzpunkt der Fraktion der AfD zu diesem Thema aufgerufen werden. Jawohl, machen wir so. Dann nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis 21 Uhr. Das ist keine Mussvorgabe, damit das jeder klar sieht und weiß. Und wenn sich alle bemühen und so konzentriert sind wie ich auch, dann kommen wir gut voran. Wir werden im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den aktuellen Stunden beginnen. Es gibt eine einstündige Mittagspause. Danach kommt der Setzpunkt der Fraktion Die Linke. Es fehlen heute entschuldigt ganztägig der Kollege Markus Meysner, der Kollege Frank Steinrath, beide von der CDU, der Kollege Karl-Hermann Bolldorf von der AfD, der Kollege Gerhard Schenk von der AfD und der Kollege Rolf Kahnt. Gibt es weitere Entschuldigungen? Darf ich mal fragen? Nicht der Fall, dann bleibt das so. Und ich freue mich ganz besonders, bist ja schon in meiner Nähe, Marion. Die Marion Schardt-Sauer von der Fraktion der FDP hat heute Geburtstag, meine Damen und Herren. Und dazu gratulieren wir. Liebe Marion, ich wünsche dir alles Gute im Namen des gesamten Hauses. Bleib weiter so aktiv, auch im Haushaltsausschuss, wo ich das ja sehr intensiv miterlebe. Ärger ab und zu die Regierung, das gehört auch dazu. Ich kann dich nur auffordern, weiter aktiv zu bleiben. Da bleiben die auch wach. Das ist in Ordnung. Glück auf und Gottes Segen. Danke dir. So, das wäre das Ende der Mitteilung. Fußball gibt es nicht viel Neues. Was soll man sagen? Nennen Sie die Eintracht. Also ich muss sagen, unsere Bayern haben der Eintracht ja geholfen, indem sie die Mainzer haben gewinnen lassen, damit es ihr nicht so schwer habt, am Samstag da zu gewinnen. Also der Eintracht wünschen wir alles Gute. Ja. Den Bayern natürlich auch. Das ist ja klar, wir sind neutral, das weiß jeder. Die Offenbacher Kickers haben gestern Abend verloren in Alzenau. René, hast du das mitbekommen? Essen-Pokal, das ist eine Blamage. Und die Darmstädter kommen gut voran. Ich habe es ja gesagt, du hast es nicht mitbekommen. Wir haben das ja bewusst für die Mainzer gemacht. Ich glaube, es geht gut vorwärts insgesamt. Das können wir sagen. Die Darmstädter, wie gesagt, sind ja auch jetzt gut. Ne? Haben ja auch ein paar Freunde. Ja, und ja, ihr bleibt in der vierten oder in der sechsten Liga, ne, Wolfgang. Dich werden wir noch zur richtigen Zeit hier würdigen. Brauchst keine Angst zu haben. Da kommen wir noch schon drauf. Ein bisschen noch Zeit lang hier bei uns. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, du bist sicherlich der erfolgreichste Teammanager, den wir je hatten. Wann war eine Mannschaft anderthalb Jahre ungeschlagen? Das hat es, wenn überhaupt nur... Du weißt, so viel Weihrauch schwärzt den Heiligen, das weißt du auch. Aber wir kommen noch näher auf den Punkt dann in einer der nächsten Sitzungen.